So, ihr lieben Freunde der Sonne, ich habe mal nachgeschaut, es sind wirklich 12 Missionen, also das heißt, nach der hier ist Halbzeit quasi. So, wir sollen unser altes Team wieder zusammenflicken. Das machen wir doch gerne, oder? Unsere alten Leute. Bringt ja gar nichts, was wir machen. Egal. Hotwire ist die Heilerin, die Technician aus der Gruppe. Oh, hoppla. Das war ein Zivilist. Das war so jetzt nicht beabsichtigt. Was? Kommen die noch einmal her? Was passiert ist, Krieg knallt auch alles ab. Was hier über den Weg läuft. Ja, mache ich ja auch. Siehst du doch. Ja, das war Glück. Piu! Piu! Hier, Gunner, ich befinde mich im Süden des Dorfes und stehe unter schwerem Beschuss. Ach, shit. Da nach hinten muss ich. Ich komme. Bazooka Dude im Weg. Wo kommen die denn hier rausgesprungen? Was sind denn das für... Ah, jetzt. Ja, aber... Weg mit dir. Hab keinen Bock mehr auf dich. Ich dachte, hier ist die Hotwire. Wo ist denn die? Die ist ja gar nicht hier. Wurde voll angelogen. Aber das sieht doch aus wie etwas. Havoc, holen Sie mich da raus, ja? Abstand halten, Hotwire. Ach, da sitzt sie. Arbeite dich zur Kathedrale. Du bist auch noch hier. Eine Funkverbindung zur Lok. Los geht's, man sieht sich dort. Keine lange Reden, einfach los. Halt die Klappe! Weiter geht's! Schießt denn hier schon wieder einer? Ach, wisst ihr was, mir egal. Ich gehe hier einmal den Weg hinunter. Bin auf Wanderurlaub. Oh boy! Kollege. Boah. Das war auch super schwierig damals im Multiplayer, weil die halt eben echt blöd die Sicht versperrt haben. Die blöden Panzer. Also vor allem die Flammenpanzer, weil die halt eben immer durch Gebäude durchgefeuert haben. Das haben die mit den Partikeleffekten echt nicht gut gemacht damals. War eins der größten Mankos in dem Game. So, keine Angst. Achso. Geht immer noch um Programmieren. Sehr gut. Achtung, Achtung. GDI-Streitkräfte. Dies ist die Stimme des Widerstands. Nord greift den Hauptplatz im Süden des Dorfes an. Wir bitten um Unterstützung. Ja, gern doch. Unterstützung, das ist mein Spezialgebiet. Oh, hey Gunner. Oh, wo schießt hier irgendwer? Ach, da! Da auch. Und da kommt sogar noch aus der Luft. Und von da auch. Ey, das ist ja wie beim Moorhuhn hier. Wartet mal einen Moment. Tja, manchmal ist es nicht so gut, von oben zu kommen. Haben wir's? Gesundheit voll. Was ist jetzt hier?
Hier Deadeye. Sitze im Wirtshaus im Osten mit etlichen Widerstandskämpfern fest. Benötige dringend Unterstützung. Schon erledigt. MG. MGs sind immer schön. Juhu. Weg mit dem MG. Manchmal ist es nicht gut, von oben zu kommen. Ist notiert. Ja. Kanonenfutter! Yay! Wait. Nee. Du bringst hier keine neuen Leute. Neue Leute sind gar nicht nett. Ey, aber die gehen ja aber auch in die Muni, ne? Au! Nein. Hier Hotwire. Ich kann mich mit Ihnen nicht an Ihrer Position treffen. Putz! Schon unterwegs. Aber Butz. Hörst du mich, GDI? Gemütlich hier. Das hier wird. Hat er aber Butz gemacht? Kannst dich schon mal daran gewöhnen. Warum kommst du nicht hier nach unten und kämpfst von Angesicht zu Angesicht gegen mich, Feigling? Junge! Nee, das lasse ich mal die Kleinen hier machen. Ich würde auch mal was für ihr Geld tun. Seht ihr, die habe ich hier voll vergessen, hier die Krachlatten. Junge! Was zum... Oh, super. Nachladen. Ist nicht deren Ernst hier. Nach der Silvesterparty nicht aufkommt? Nee, irgendwie nicht so. Du bist auch so eine schwere Unterstützung. Wäre auch überhaupt kein Drama, würde ich wenigstens einen Raketenwerfer haben, um hier irgendwas zu machen. Dance with me! Ach, verdammt! Ich hab schon wieder getan. Ente. Havoc, holen Sie mich da raus, ja? Ich bin dabei, Schätzchen. Bin ja schon da. Rüdiger, ist Tusch hier. Ich muss mir mal echt hier, wie heißt das? Die Tasten für Hot, für Quicksave notieren. Konfiguration, nee. Steuerung, Quicksave. Ansicht, Maus, Angriff, Quicksave. Die Player. Quicksave! Wo ist das? Ja gut, dann halt eben nicht. Dann muss ich das halt eben auf die alte Art und Weise machen. Lieber so. So, ich hole mir schon mal einen Raketenwerfer, weil ich ganz genau weiß, dass da jetzt dieser Flammenpanzer um die Ecke kommt. Heißt es der 4 oder der 5? Moment. Nein. Oh, F1 gibt mir an... Nee.
F6 ist Quick Save. Command will ich nicht. Muss ja auch mal irgendwie Erfolgserlebnisse spüren, finde ich. Achtung, Achtung! GDI-Streitkräfte. Dies ist die Stimme des Widerstands. Nord greift den Hauptplatz im Süden des Dorfes an. Wir bitten um Unterstützung. Ah nee, das Gunner, der gehört zu uns. Junge! Mach doch nicht sowas hier. Ach, Mann, da will ich doch einfach nur mal was Gutes tun hier. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Glaube ich. Ach so, oh, seht doch mal, die Katzen hatte ich nicht mal. Wir treffen uns dort oben. Ich passe hier für dich auf. Bleib bloß am Leben. Ich habe die Katzen gerade bis gerade eben nicht mal gehabt, wie frech. So, hier machen wir noch Quick Save und dann können wir weitermachen. Ihr Dead Eye, sitze im Wirtshaus im Osten mit etlichen Widerstandskämpfern fest. Ja, ja, die schleicht hier fröhlich durch die Gegend, hier vorne sitzen die bösen Buben. Bonk. Verdammte Axt. Ich bin entspannt und gemütlich im Wirtshaus. So kennen wir den guten Hawkeye. Und zwei angesoffen, die ich nicht zuordnen kann. Der Klassiker. Wow. Alter. Ich gehe wieder zurück. War schön mit euch. Da oben sitzt ja auch noch einer von den... Nee. Das könnt ihr mal schön alleine machen. Habe ich keinen Bock drauf. Hier, geh mal vor. Tu mal was für mein Geld. Ach Mann, ey. Nicht mal Ausrüstung habt ihr hier. Was seid ihr denn für arme Lutscher? Das ist gemein. Na gut, dann gehen wir halt eben weiter. Wir wissen ja jetzt, dass da hinten dieser, der Scharfschütze auf 5 cm Entfernung versucht zu schießen. So, ach guck mal, ein Lastwagen. Der stand da friedlich und hat Raucherpause gemacht und dann kommst du. Ja, so funktioniert das hier. Ja, ernsthaft? Also ganz im Ernst, da bin ich alleine besser unterwegs. Ohne diesen technischen Schnickschnack. Hallo ihr. Schön euch kennengelernt zu haben. Gewöhnt euch nicht dran. Bleibe nicht lang. Hier spricht die Nordversorgungseinheit Helo Delta 12. Möglicherweise haben wir Terroristen auf den Dächern in Quadrant 4 gesichtet. Du bist ein Terrorist, Junge. Das ist der Raketenwerfer. Ausweichen! Meine Freundin wollte gestern auch kommen. Jetzt weiß ich auch, warum sie woanders feierte. Lol. Was?
Was habe ich verpasst? Hallo ihr! Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin einer von den Guten, glaube ich. Ihr findet mich unter Abschnitt M wie Massenvernichtungswaffe. Aber wie mies die hier auch die ganze Zeit mit Flammenwerfer rumrennen. Na, richtig atzig. Und dann kommen gleich irgendwelche wieder von hinten und versuchen dich zu ab. Ja. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Onk. Nicht mit mir, mein Freund. Das Spiel kannst du dir getrost abschminken. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger als vorher, sagt er und rennt in den nächsten Raketenwerfer. Das Panzerrohr ist ganz schief, ja, deswegen schießt er ja auch nicht mehr. Es war so klar, dass da oben wieder einer sitzt. Das ist das Wirtshaus? Meint so. Sieht jetzt nicht unbedingt aus, als ob man die hier trinken könnte. Zivile Widerstandsdudes. Schön, dass ihr hier seid. Habt ihr meinen Freund gesehen? Den Hafkei. Ne, natürlich nicht. Die wollen auch nicht mit mir reden, ne? Richtig freundlich. Im Kreis gelaufen? Hier habe ich doch gestartet, oder nicht? GDI-Streitkräfte, hier spricht die Stimme des Widerstands. Laut unseren Quellen befindet sich ein Flüchtling aus der Burg in unserem Gewahrsam im Norden des Dorfes. Er verfügt über wertvolle Informationen. Nehmen Alter! Kontakt auf. Von hinten! Wie frech! Der hat dich angefeuert, ja, aber sowas von. Macht er auch mal Feuer. Sowas ist hart, wenn auf einmal die Gegner hinter einem spawnen, ne? Das ist schon bitter. Hä? Wird man hier leicht paranoid in dem Game? Also ich hoffe, dass der Hawkeye mir hier nochmal zumindest ein Bierchen hinterlassen hat, ne? GDI-Streitkräfte, hier spricht die Stimme des Widerstands. Nott ist gerade dabei, die Obelisken im Park im nordwestlichen Bereich fertigzustellen. Wenn sich jemand in dem Gebiet befindet, sollte er alle Ingenieure von Nott ausschalten, um die Fertigstellung zu verhindern. Ich arbeite dran. Ist nicht einfach. Ja, auch noch Apache. Ah, jetzt nervt hier dieser Auto. Fokus. Raus hier. Jetzt ist Schluss mit lustig, du. Was das jetzt? Runter. Bonk. Bonk. Nee. Bonk. Und donk. So. Geschafft. Ach, nee. Jetzt aber. So, ich hoffe, der Nordobelisk wird mir jetzt nicht auf den Keks gehen irgendwo. Immerhin haben wir das ganz gut aufgehoben. So. Es gibt nichts Besseres, als ein Bad zu nehmen. Doch, zwei Bäder.
Flashlight wäre hier ganz praktisch. Aber wir haben Panzer. Bram, bram. Die Dinger sind nämlich richtig schnell. Was macht der da? Ja, okay. Mach mal weiter, was auch immer du tust. Du siehst nebenbei ziemlich grün aus. Oh, man muss hier das Fahrzeug richtig drehen. Bonk. Nee, nee, nee. So mit Nachschub kommst du mir nicht ums Eck, Kollege. Hilfe! Bitte helft mir! Eck da! Den sind die überall. Bitte helft mir! Da! Da! Egal wer! Sonst irgendwo was? Hilfe! Hab ich gerade überfahren? Mendoza steht da auf einmal und ballert hier wie wild durch die Gegend. Hört mal auf mit eurem scheiß Tiberium-Chemie-Zeugs. Ist ja ekelhaft. Jetzt noch einen schönen kalten Dr. Pepper. Oh, Dr. Pepper hätte ich auch Bock drauf. Ey. So, was ist das jetzt? Ist das das Wirtshaus? Was? World of Tank? Kalibre? Was? Ja, das sieht aus wie ein Wirtshaus, oder? Ah, was? Ja, da steht er doch. Kommt der da. Ganz wie in den alten Zeiten, was, Herr? Wir treffen uns bei der Kathedrale. Na super. Ich glaube, wir nähern uns jetzt langsam mal dem Ende hier von der Mission. Aber ich glaube, mit dem Panzer brauche ich gar nicht mehr weiterfahren, oder? Ich nehme es einfach mal, einfach um einen extra Hit zu haben. So, mein Kopf zerbricht gleich, zerspringt gleich. Warum? Ein Jagdpanzer, ein herrenloser Jagdpanzer. Hallo, Ias. Jagdpanzer gegen Jagdpanzer. Das klassische Duell. Eins gegen eins. Burn. Das ist auch geil, wenn du durch eine Stadt voller Fachwerkhäuser fährst und du eigentlich hier anfängst, nur noch mit Feuer um dich zu schmeißen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr kluge Idee. Du wirst bluten, GTI. So, das Häuschen hat auch noch nicht genug. So, ich fahre jetzt hier einmal so eine Ehrenrunde, einmal um die Kathedrale rum.
Aber um zu gucken, ob hier irgendwas an Not-Leuten rumgeistert. Ob ich jetzt überhaupt keinen Nerv mehr hätte. Nee, sieht gut aus. So, ruhig mal abspeichern. Hallo, Freunde! Erstmal die Artillerien hier weg. Ach ja, stimmt, der Jagdpanzer. Ganz vergessen. Ich hab da ja noch was. Ich hab ja noch Freunde dabei. Weg mit dem Heli. Jetzt geht die richtige Party ab hier. Also noch ein Heli. Gunner kann auch mal hier was machen. Ey, der Heli flüchtet ja von mir. So. Mag das Original mehr? Ich dachte, das ist das Original. Ey! Kommst du noch einmal her, Hotwire? So, ich gehe nochmal ein bisschen Ausrüstung sammeln. Achso, das Original aus Teil 1 und 2. Oder 2. Das war jetzt aber ein sehr rapides Ende, fand ich jetzt von der Mission. So, splopp, Ende. Ich dachte gerade eben oben steht so Einsatz fehlgeschlagen. Ich arbeite mich die Straße rauf. Ich begleite Sie, Captain. Nein. Was sollen wir dann tun, hä? Sollen wir hier rumsitzen und vielleicht in der Nase bohren? Ruft Loke, er soll euch eine Limousine schicken. Hey Mann, das könnte doch jeder Idiot, Kumpel. Ja, ja, du machst das schon richtig. Es ist herrlich, wie die sich gegenseitig mögen. Da finde ich ein bisschen, es fehlt so ein bisschen die... Zeig mir die Position der Wissenschaftler an. Die Baupläne zeigen, dass sich ein Zentralcomputer im obersten Stockwerk der Burg befindet. Vielleicht könnten wir dort Daten über den Aufenthaltsort der Wissenschaftler finden. Also ich finde ja... Na, dass hier so dieses Spiel ein bisschen an Tiefe verliert. Na, weil ich hätte schon ganz gerne gewusst, was da eigentlich abgeht. Früher gar nicht aufgefallen, wie trashig das Spiel ist. Das Spiel ist richtig trashig, Alter. Aber sowas von. Du, aber ich glaube, es reicht dann aber auch.